wieder dich dabei. Jörg, danke fürs Filmen. Danke euch Berliner, die ihr uns unterstützt. Und schön, dass wir wieder, oder gut, dass wir wieder da sind. Es ist ja dringend nötig auch. Ja, ganz besonders willkommen Dieter Reicherter, Werner Sauerborn. Wir sind heute im Auftrag hier wieder den DBlern was zu übergeben vom Aufsichtsrat. Achim Staus wurde angeschrieben, er lässt sich entschuldigen, dass er das terminlich nicht einrichten kann. Das heißt, wir werden noch versuchen, die Unterlagen fürs EBA oder vom EBA, die Probleme zeigen, vor Ort abzugehen. Wir gehen nachher noch rein. Ja, Probleme sind nach wie vor da, bald sind es 10 Jahre Schlichtung. 30.09. wird es einen guten Film geben im SWR. Da können wir auch schon ein bisschen berichten, was kommt. Dieter Reicherter hat da auch zugearbeitet. Ich denke, es ist einfach wichtig, dass wir in Baden-Württemberg noch mal ganz deutlich machen, dieses Projekt stinkt von hinten bis vorne. So viel eklatante Schwächen. Und wenn du einfach ein paar Meter zurückjuckst und zurückgehst und sagst, wie soll das mit 8 Gleisen funktionieren, ist es fast jedem klar, das dient keiner Verkehrswende. Und wir kommen hier für eine bessere Bahn, für eine Flächenbahn. Verdopplung der Fahrgastzahlen unmöglich. Das ist ja der neueste Clou, dass ein neuer Tunnel gebaut werden soll, von Rohr bis zum Flughafen, um dort wieder was zu entspannen, was man selber vorher anspannt mit Stuttgart 21. Hey. 2-gleisiger was? S-Bahn. S-Bahn-Tunnel, die müssen wir auch ausbauen. Da hatte man vor Jahren auch schon zu knapp gebaut. Und einen zusätzlichen Engpass ist einfach Irrsinn in Stuttgart. Es müssen Gleise oben bleiben, das ist nach wie vor Forderung von allen. Ja. So, Dieter, Werner. Dieter, komm schon mal zu und sag schon was zu den Punkten, die du nochmal vom EBA mitgebracht hast oder auch zum geplanten Film, der im September kommt. Ja, guten Morgen erstmal. Schön, dass ihr alle da seid. Und ich erzähle ganz kurz nochmal, um was es geht. Es war eine spontane Idee, ist gestern entstanden im gemeinsamen Gespräch. Wie ihr wisst, haben wir doch diesen Antrag beim Eisenbahnbundesamt gestellt. Da geht es um den Brandschutz in den Tunneln von Stuttgart 21. Ja, da müsste man eigentlich sagen, alles Katastrophe und das steht hier auf 21 Seiten mit, glaube ich, 10 Anlagen. Also kann ich euch nicht alles vortragen. Wichtig ist, dass die Bahn hier in der Theorie irgendwelche Simulationen hat erstellen lassen und bei den Simulationen angeblich rauskam, dass im Brandfall die Menschen innerhalb von 15 Minuten sich selber retten können, denn eine Fremdrettung, das heißt durch Feuerwehr und Rettungskräfte, innerhalb dieser 15 Minuten ist unmöglich. Wenn man sich vorstellt, ein brennender Zug liegt mitten im Filtertunnel, sind in jede Richtung so fast 5 Kilometer. Und das heißt, die Leute müssen ja fliehen dann zum nächsten Querschlag. Ein Querschlag ist alle 500 Meter. Da müssen die Fliehenden durch, auf die andere Seite durch eine Schleuse. In die Schleuse passen nur 100 Leute und die übrigen müssen außen warten in dem Tunnel mit dem brennenden Zug und den tödlichen Gasen, bis die ersten 100 rüber sind. Die ersten 100 dürfen aber erst rüber, wenn in der Gegenröhre kein Zug mehr fährt. Vorher geht gar nichts und vorher kann auch Feuerwehrrettungskräfte durch die zweite Röhre nicht zum Unfallort gelangen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass bis zu 1757 Menschen in dem Zug sein können. Das ist also eine praktische Zahl, einfach wie viel in den Zug reinpasst. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wie lange die Leute brauchen, bis sie überhaupt in Sicherheit sind, ist klar durch rein praktische Ereignisse, nämlich Unfälle in Tunneln, dass in 15 Minuten keine fast 1800 Menschen sich retten können. Das geht überhaupt nicht. Selbst die Bahn rechnet damit, bei einer anderen Übung hat sich das so ergeben in Thüringen, dass 20% sich nicht selbst retten können. Wenn man das ausrechnet, gibt es also allein 350 Tote, weil die Leute nicht selbst sich retten können in einem solchen Fall.
Ja, so könnte man jetzt nur ganz viel erzählen. Das geht um einzelne Punkte, die da aufgelistet sind. Die Bahn hat immer die günstigsten Angaben zugrunde gelegt und kam so, wie erwähnt, zum Ergebnis, dass die 15 Minuten reichen. Zum Beispiel hat sie angenommen, dass der brennende Zug genau zwischen zwei Querschlägen liegen bleibt. Ein ICE ist ja 400 Meter lang und alle 500 Meter gibt es einen Querschlag. Dann hat man angenommen, also muss man ja höchstens 250 Meter gehen in jede Richtung zum nächsten Querschlag. Wenn aber eine Fluchtrichtung blockiert ist, weil es da brennt, weil man nicht durchkommt, sind es natürlich bis zu 500 Meter und dann braucht man halt doppelt so lang. Auch die Geh- oder Fliehgeschwindigkeit, wie immer man will, wurde weit höher angesetzt als bei den Normen, die da verbindlich sind. Also so gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die wir beanstandet haben. Wir haben deshalb beim Eisenbahnbundesamt beantragt, dass das alles überprüft wird und der Brandschutz nachgebessert werden muss. Das könnte aber so weit gehen, dass das ganze Projekt daran scheitert. Genau, weil man ja eigentlich eine dritte Röhre braucht, das ist inzwischen technischer Standard, ist aber bei Stuttgart 21 versäumt worden bei der Planung und Ausführung, im Gegensatz zum Beispiel zum Eurotunnel von Frankreich nach England drüber. Der ist ja schon, glaube ich, jetzt 40 Jahre alt und da wurde das so geplant und gebaut mit dieser dritten Röhre als Fluchttunnel. So viel vielleicht zum EBA. Wir wollen jetzt einfach den Aufsichtsrat informieren über diesen Antrag, der läuft. Da ist der Antrag ausgedruckt. Wie gesagt, das war sehr spontan. In meinem Hotel haben die mir das noch ausgedruckt, sodass wir es übergeben können. Und den Aufsichtsrat bitten, sich das auch anzunehmen. Das wäre mal das eine. Was ich noch zum zweiten Thema, bloß ganz kurz, weil der Andi das angesprochen hat. Direkt am Abend des 30.09. 20.15 Uhr kommt im dritten Fernsehprogramm auf SWR dieser Film von Hermann Appmeyer. Der hat speziell das Thema 10 Jahre Schwarzer Donnerstag. Und da geht es einfach darum, die Ereignisse aufzurollen und da kommen viele Leute zu Wort, auch Verantwortliche. Das sage ich jetzt mal, ich darf keine Einzelheiten ausplaudern, aber es wird bestimmt spannend und das kann ich nur empfehlen, dass ihr das anschaut. Das wäre mal die erste Information. Wenn Fragen sind, können wir ja noch drüber reden. Danke.